Ja, guten Morgen bei absolutem Schmuddelwetter. Ekelhaft. Wenn ihr euch fragt, was euch heute erwartet, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und ja, es können 140, 150 Kilometer werden bei ja, super tollem Wetter. Der Vorteil heute, ich kann in abgeschwächter Form mein Festival-Outfit prüfen. Also ich habe die Norwegian Extreme Polar an, meine Regenhose von Sieger, Gamaschen und ja, mal gucken, also es könnten 140 Kilometer werden. Super angenehm dieses scharfe Wetter. Macht jetzt eigentlich nur Swift oder wie sieht das bei euch aus? Weiß ich nicht, ne? Also, weiß ich nicht. Gerade mal eine halbe Stunde unterwegs, schon das erste Mal falsch navigiert. Boah, ich hasse es. Ich weiß nicht, ob jemand Interesse an Jacken hat. Aber ich habe jetzt hier die Norwave Extreme Polar an. Und wie man sieht, ich musste mir sogar schon die Handschuhe ausziehen. Natürlich nass, es regnet. Aber mir ist in der Jacke echt so warm, dass ich mir das auch leisten kann. Und ich habe mir kürzlich wieder die Fender geholt. Die kann bis zu 10.000 dpi Regen ab. Aber unter dem Teil schwitzt du dir die Hütte weg. Du machst dir die Klamotten nass. Weil klar, regendicht ist cool, aber die lässt auch gar kein Wasser raus. Irgendwie muss ich auch sagen, ich bin ganz froh, dass ich jetzt noch gefahren bin. Weil bei dem Wetter habe ich auch überlegt, ah, bleibst du drinnen, bleibst du nicht drinnen. Und ja, Fahrradfahren macht einfach nur happy. Endlich schön, endlich weg von der Straße. Hier direkt an der Spree. Ich zeig's gleich, wenn ich an den Leuten vorbei bin. Ist doch herrlich. Wenn ich mich nicht komplett irre, bin ich beim letzten Mal da drüben lang gefahren. Und da ist ein richtig cooler asphaltierter Radweg bis hin zur Oder. Habe ich euch eigentlich schon mal ein Bike gezeigt? Also nachdem ich jetzt die elektrische GRX rangebaut habe? Das ist übrigens die erste, glaube ich, richtige Tour, wo ich mal trockene Füße habe, weil ich die Regenhose anhabe. Für mich war das so ein richtig schwerer, krasser Werdegang. Einfach mal, ich bin früher mit Gamaschen gefahren, trotzdem nasse Füße. Ich habe mir bessere Gamaschen geholt, nasse Füße. Und ja, mittlerweile weiß ich, es geht nicht ohne Regenhose. Es geht nicht ohne Regenhose. Und das Geheimnis ist, du musst die Regenhose über die Gamaschen tragen. Das Problem ist halt, Gamaschen sind cool, aber das Regenwasser fließt über die Hose in die Schuhe und ja, es kommt auch von unten. Von daher mal gucken, ob, wie lange ich trockene Füße habe. Kleines Update. Es wäre ja langweilig, wenn immer alles so laufen würde, wie es laufen soll. Ich habe mich verfahren. Mal wieder. Aber was sonst? Wie sollte es anders laufen? Ohne dass ich mich verfahre, oder? Und ich muss sagen, mir tut schon wieder der rechte Fuß weh. Das habe ich, glaube ich, nur in den Schuhen von Northwave. Klar, die sieht man jetzt nicht. Weiß ich nicht, ob der eine defekt ist, irgendwie irgendwas. Ich kapiere es nicht. Ich habe schon die Platten ein paar Mal verstellt. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das in meinen Sommerschuhen nie passiert. Von daher muss ich mal ausprobieren, vielleicht brauche ich andere Winterschuhe oder ich probiere beim nächsten Mal einfach mal meine alten Winterschuhe aus und dann werde ich ja sehen, wie das so ist. Wow! Übelst nice, also warmer Kaffee, warmer Kuchen ist schon auf einem ziemlich hohen Level. Kennt ihr das, diesen Moment, wenn alles zu viel ist, wo euch euer Navi sagt, ihr habt euch verfahren? Wo genau in diesem Moment die Brille besteht, der Leistungsmesser nicht verbunden ist. Ah, das Leben ist schön. Eins muss ich auf jeden Fall sagen, hier kannst du echt nicht schnell fahren, also nicht bei Nässe. Man sieht's. So viele Wurzeln,
Und bei meinem Glück packe ich mich da voll auf die Fresse. Fett, oder? Also, boah, übelst gefährlich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich der einzige Idiot bin, der hier Fahrrad fährt. Ah. Übelst abgefuckt hier. Kein Übrigens habe ich bis jetzt trockene Füße. Der Trick bei weichen Boden ist übrigens eine hohe Trittfrequenz. Runterschalten und strampeln, was die Beine hergeben. So, 80 Kilometer in den Beinen. Wie gesagt, viel Offroad. Jetzt gibt es zwei Optionen. Abkürzen, Straße oder da lang. Was würdet ihr machen? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich denke mal, ich kürze erst ab, wenn es dunkel wird. Gefühlt fahre ich schon wieder 7 Tage durch den Wald. Ist schon... Ja, es ist nice. Garmin? Dünnes Eis. Entschuldigung, dass ich mich schon wieder melde. Ich wäre gerade beinahe geflogen. Diese Spurrillen. Leider geil, aber auch gefährlich. Sieht man diese scharfen Kanten? Ich kreuze immer wieder vernünftige Waldwege. Und naja, ich war auf diesem coolen Weg. Aber das habe ich mir selber ausgesucht. So eine Hilfe? Ich glaube, wenn du ewig durch die Pampa irrst, freust du dich so sehr über richtige Straßen, Ortsschilder. Und ab jetzt werde ich versuchen, auf Asphalt zu bleiben, weil es ist 15.30 Uhr, 2 Stunden Licht, wer weiß. Ja, ist noch ein Stück, ne? Ihr glaubt echt nicht, wie schön es ist, auf Asphalt zu fahren. Oh, Liebe. Wie man sieht, langsam wird es dunkel. Was habe ich jetzt noch? 40, 50 Kilometer nach Hause. Und ja, jetzt noch Asphalt reicht. Ich glaube, ich war heute lang genug im Wald. Ich denke auch, es ist dumm, bei Dunkelheit unten erst im Wald rumzuspielen. Und es war, glaube ich, doch ein relativ langer Tag. Nasse Scheibenbremsen sind übrigens die beste Klingel bei Dunkelheit und allgemein. Das zeigt die GoPro garantiert nicht, ne? Da sitzt ein kleiner süßer Reiher. Cool. So, und bevor ich viel zu durch bin, ich habe noch 10, 12 Kilometer nach Hause. Auf jeden Fall war das heute eine anspruchsvolle Gravel-Tour. Also, ich war es irgendwann leid, so lange im Wald zu sein, aber... Hatte auch mega viel Spaß. Noch zu den Klamotten. Ich bin immer noch trocken. Klar, in der Nordwelt extrem polar. Ich schwitze ein bisschen. Aber ich bin komplett trocken, habe trockene Füße und bin zufrieden. Von daher, tschüss. Und falls ihr Spaß hattet, mich leiden zu sehen, dann abonniert doch den Kanal. Tschüss.